So. Heute öffnen wir Naruto Kaiju-Karten. Stufe 2,5. Hier kann man echt geile Bänge rausziehen. Hier sind 50 Booster drin. Also eine ganze Menge. Wie im anderen Video erklärt, sind das lizenzierte Karten aus China. Und sehen einfach ein Bang aus. Also jeder, der Naruto mag und Karten mag zu sammeln, dem würde ich einfach raten, diese Karten einfach zu holen oder einfach eine Box zu holen. So, fangen wir mit dem ersten Booster an. Also ich habe ja davor eine Boosterbox geöffnet, aber es war halt eine andere. Ich weiß nicht, wie hier die Reihenfolgekarten ist. Also hier ist diese R-Karte. Ist diese R-Karte. R ist rare, aber es wie in Rainbows ist es so common oder uncommon. Also die gibt es in jedem Booster. Ist jetzt nichts Spezielles. Nochmal eine R-Karte. Die ist mega hart. Also die finde ich im Anime richtig hart. Und dahinter haben wir schon eine SR-Karte, welche einfach die nächste Seltenheit ist. Also R, dann kommt SR, danach kommt SSR und dann gibt es für jede Box gibt es halt unterschiedliche Seltenheiten, die da drin sind. Also hier kannst du, glaube ich, OR und UR und noch ein paar andere ziehen. Und ja. Also, Temari R, Neji R, Joji R, Sasuke R. Und dahinter. Ah, okay. Das ist Sasuke CP. Sowas wollen wir eher sehen. Charaktere. Das ist irgendein fucking Frosch. Das ist Karin, das weiß ich. Das ist Rock Lee. Das ist Ino, immer noch super heiß. Und dahinter haben wir SR Kakashi. Das sieht auch schon geil aus, die SRs. SRs. Gut. Neji. Joji. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendein Trainer. Und dahinter OR Kakashi, als er jung war. Das ist auch ein Hit. Das ist eine sehr schöne Karte. Das ist Hinata. Und dahinter haben wir SR Naruto. So, Naruto R, Temari R, Hinata R, Shikamaru R und dahinter haben wir ORHQ. So, Temari R, Neji, Shoji, Joji, Sasuke. Und dahinter haben wir die nächste CP-Karte. Das will ich sehen. Das ist geil zu ziehen. Das ist echt geil. Tsunade. Guckt sie euch mal an. Das ist eine Braut, ne? Das ist Sakura. So, mal eine Frage. Brustumfang. Wolltest du von Tsunade schreiben? Tsunade sind es, glaube ich, das waren 104. Die erste U, ja. Nice. Designer-Trainer und dahinter haben wir SR. Keine Ahnung, wer das ist, aber die sieht geil aus. Neji, Joji. Designer, die Sasuke entführt hat. Designer-Trainer hier. Und dahinter haben wir OR. Vater von Gaara. Kanguro. Ja, ich weiß nicht, ob der Name stimmt, das ist peinlich. Und SR Naruto. Ino. Und dahinter SSR Naruto. Irgendwas mit G. Und dahinter SR. Keine Ahnung. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss Anime wieder gucken. Der Typ. Hinata und dahinter. Oh, doch nur Scheiße. Ja, war wirklich Scheiße.
und Ino. Und dahinter SSL Choji. geil. Na, die sieht auch geil aus, die Karte. Irgendwas und dahinter SR Rocky. So, Sakura. Und dahinter SR. I don't know. Neji. Die Frau. Und dahinter SSR Sakura. Sieht geil aus, die Karte, aber ja. Ist halt Sakura. Nichts wert. Suigetsu. Tenten und dahinter haben wir SSR Orochimaru. Das ist eine geile Karte. Sakura, Karin, Ino und dahinter haben wir SSR Kanguro. Das ist eine geile Karte. Also ich finde einfach allgemein alle SSR richtig geil. Und jetzt versuche ich halt Michelle mit ins Boot zu holen. Itachi SSR. Guck dir Karte an. Das ist echt eine geile Karte. Ach du Scheiße. Lange. Naja, also Theorie, es wird lustig. Und dahinter haben wir UR Raikage. Sheesh. Namen vergessen, aber ich weiß, dass er der Raikage ist. Oh, das ist eine geile Karte. Und sogar die Nummer 1. Sieht man da unten. Die Typfrau. Und dahinter haben wir SSR Rockly. Das ist geil. Dahinter haben wir. Ah, nee. Aha, Kakashi SSR. Das ist geil. Ich zitter ein bisschen. Und dahinter haben wir SSR Sai. Also jetzt ziehen wir echt geile Karten. Auch wenn wir in den letzten Packs nicht so geile Sachen gezogen haben, bin ich echt glücklich. So, Hinata. Und der Shikamaru ist OR Orochimaru. Ne, da sage ich bisher. Letzten Packs waren nicht so geil. Ziehen wir was echt Geiles. Das ist geil. Shino. ER-Karte. Und dahinter haben wir UR. Eine UR. Also jetzt ziehen wir wieder richtig geile Sachen. Also ihr bringt mir wirklich Glück. geil. Wir haben jetzt 50 Booster aufgemacht. Eher gesagt 49, aber das wird jetzt unser 50. sein. Aber auch wenn wir hier drin nichts Geiles ziehen, bin ich echt wirklich nicht enttäuscht, weil wir haben echt ganz, ganz geile Karten gezogen. Tenten. Kiba. Sakura. Last Pack Magic. SSR Shikamaru. Und es ist die erste Karte, die ich sehe, die einen Missprint hat. Jetzt kommen wir zu den SR Karten. Das sind die hier. Da haben wir Naruto, Joji, Sakura, Orochimaru, Kanguro, Itachi. Einer meiner Lieblings SSR. Rockly, Kakashi, Sai, Kabuto, Shikamaru. Also jetzt kommen wir zu den UR'n, was jetzt natürlich immer weniger werden, weil, ne, umso seltener die Karten, umso weniger zieht man die. Das ist ja normal. Dann hatten wir diese drei Banger. Also die Karte, Raikage und zwei Tailbeaster. Jetzt haben wir die OR-Karten. Kakashi, als er ein bisschen jünger war. Haku. Vater von Gaara. Und Orochimaru. Vier Stück. Echt schöne Karten. Also, das mit dem Sand finde ich einfach geil. Und das ist einfach, was Gold aussieht. Das ist geil. So. Und als letztes, ich hoffe, ich habe die nicht vergessen. Die goldene Tsunade.
CP-Karten. Echt geil. Von denen, glaube ich, gibt es nur 12 Stück. Also insgesamt. Also das ist jetzt die 8 von 12. Und dahinter haben wir Sasuke, die Nummer 2. Und Naruto wäre jetzt Nummer 1 natürlich.